Willkommen zurück, ihr Ficker. In der letzten Folge wurden wir gefickt. Jetzt seid ihr dran. Der will erneut spielen, ja. Alles abgespeichert bis auf die Punkte. Sie haben ja. Das ist aber gut zu wissen, eigentlich. Kann man dann auch einfach das Level beenden, wenn man die Sachen gesammelt hat? Aber kann ich das bitte skippen? Also, du musst noch skippen, Tobi. Da, 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 da. Mal gucken. Ist alles noch da? Und müssen wir ja trotzdem noch mal sammeln. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann das also wirklich auch die Level einfach verlassen, wenn man die Sachen gesammelt hat, eventuell. Roll doch. Ich verschwimme mich jetzt zurück. Was ist denn das mit dem Sprüngen? Ja. Es war einfach nur. Es ist einfach nur unerwartet runtergegangen, das ist. Oh. Gut, ich ignoriere den Quatsch. Das ist eher die. Oh. Ich bin auf den Gegner aufgesprungen, ist auch gut, braucht man ja auch. Leben? Sehe ich auch eine Notwendigkeit, das zu sammeln. Und noch irgendwas? Nö. Ja, wir sind ja letztes Mal gestorben. Wir haben letztes Mal auch die erste Welt abgeschlossen und sind jetzt hier. Ja, es ist ein Ausguck auf eine spätere Welt. Aber halt die Level, die müssen wir halt trotzdem von hier aus machen, weil sonst kommen wir halt nicht an die ran. Oh, das war's, stimmt. Okay, wir haben alle Kugeln, sehr gut. Kling, Hüpfer. Ich habe Träume rauswerfen. Okay, hier, genau hier war die Scheiße am Dampfen. Doch betäuben. Leben! Ja. Sollte schon okay sein, ich sehe ihn auch, sehr gut. Yo. Mir was kaputt gemacht, wahrscheinlich. Da haben wir eine furchtbare Stelle hier. Tobi darf nicht dabei sein. Tobi! Tobi ist wieder da. Ich freue mich. Jo, guck mal, wie ich mich freue. Na, na, na. Ich glaube, drücken wir auch mal besser. Ne, wir haben alle Kostüme.
Ja, alle Goodies, dann war da jetzt nichts Wertvolles drin. Glückwunsch zum Sieg! Aber nicht. Warte aber nicht. Genau. Nicht nochmal ohne Tod. Ich weiß halt nicht mal, ob das nötig ist für Platin. Ich will das auch noch nicht wissen, muss ich zugeben. Kannst du das skippen? Ich halt auch Kreis gedrückt, bitte skipp das alles. Gut, Friedhofsschicht. The Graveyard Shift. ...6000 Punkte, ein bisschen. So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. In der letzten Folge wurden wir mit den Assassinen befördert. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh nein, Bewegungssteuerung, ich hasse es. Gerade so ein bisschen, die Uhr erinnert mich gerade an Medieval. In dem Level, wo es diesen. Da ist eine Uhr, glaube ich, wo es diese Uhr gab. Dankeschön, dass ich mich selbst getötet habe. Einfach eine Ehrenkartoffel. Denk dran, du hast keinen Hut drauf, wie ich. Ich hab keinen Hut drauf, so wie du. Ja. Oh, sorry. Oh mein Gott, ist das dumm programmiert. Hä? Hey! Ich komm. Ja, ich hab einmal gegen gedrückt, warte, wir machen das mal so. Nicht so weit hier weggehen. Seht ihr, wie ihr es nicht machen solltet. Richtig. Normalerweise. Aber das funktioniert, keine Ahnung. Das ist eine Bestrafung, so verstehe ich schon, aber irgendwie auch. Ja, schlecht bedacht. So, reicht das? Ja, wir konnten es noch retten. Von daher. Will ich mal nicht so sein. Nee, hä? Das sieht doch optional aus, so, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt zurück, würde ich sagen. Ich will mich auch hinballern. Aber wir werden da hingeballert, auf jeden Fall. Aber wir wollen ja alles zeigen in dem Let's Play. Außer die Level mehrmals. Das machen wir nicht. Außer das letzte Level, das muss man ja zweimal spielen. So, ich darf da oben hin, okay. Ich darf da oben hin. Tod, Geschenk. Tod, Geschenk. Nee. Tod, Geschenk. Geschenk. Ja, beim letzten Mal gab es aber kein Geschenk.
Okay, da ist auf jeden Fall was. Uhuhu, Fragezeichen aus. Da unten in der Höhle bist du wieder auch gleich mal durchlaufen. Rätsel. Ja. So, netter Raum. Gerne mehr davon. So, ich mag die Bonusräume, die sind schön simple kleine Rätsel. Diese Räumeschranik sind sehr wichtig. Oh no, wobei eigentlich. Nummer 4 von 5, sehr gut. Okay, jetzt wieder so ein bisschen Seitwärts-Action. Ach, das ist schon wieder ich. Nee, ich oder? Weiß, bin einfach in den Tod gelaufen. Da ist rechts was. Da ist jetzt die blaue Blase, genau. Na gut. Das ist eine Bewegungssteuerung übrigens. Oh, fuck! Fucking Kugelfisch. Also, in Todes zu kommen, ist nicht so einfach. War Little Big Planet. Aber jetzt einfacher, wenn man nichts anderes sammeln will. Okay, da kommen wir ein paar schöne Kugelfisch. Schön. Es gibt mehrere Moves pro Tasten. Ja, hätte ich auch gesagt, dass du mit mehr gesammelt hast. Ja, sieht gut aus. Schönes Foto. Aber sonst sollte man wieder alles haben, ne? Sehr schön. Damit er eigentlich fast schon verleitet, dass bitte hier nochmal in dieses alte Level so gehen, wo uns noch eine Kugel fehlt. Let's do that then. Oh. Dann haben wir das Level auch vollständig. Ja, aber wenn wirklich das ist, eigentlich was fehlt. Gut, dann. Ja, ich würde es gerne überspringen. Schön. Ich hab jetzt auch 900 Stellen. 1365. Dann lass uns doch mal dann nach dem Level dann nochmal in den Laden gehen. Ich kann man dann irgendwas Schnelles erwerben. Wir müssen glaube ich jetzt alles erwärmen, aber ich glaube auch eine gewisse Menge zum Erwärmen. Warum bist du vor mir hier? Holen wir jetzt hier nochmal die erste Kugel.
Little Big Planet 1 fand ich von den No Death Runs am schwierigsten. Tatsächlich. Ich habe ja jedes Spiel tatsächlich einmal No Death geschafft. Also jedes Level. Außer halt die Multiplayer-Sachen. Erstmal skippen. Das Level war toll. Ja, das ist ein Copyright Claim. Okay, ganz am Anfang fehlt uns eine Kugel. Hätten wir das finden die direkt? Da drin ist er nicht. Hätte mich nicht gewundert. Kling! Da ist Gegner betäubt. Du hast mal sowas gesagt, so scherzhaft oder so ein Ding. Ja, aber hier ist nichts. Okay, ich muss noch Gegner aus dem Level schmeißen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir einfach die zweite Kugel finden, ne? Weil dann wissen wir. Die zweite, ne? Das ist die zweite. Gut, danke Spiel, dass du meinen Wunsch erfüllt hast. Wo ist die schwierigste versteckte Kugel im Spiel? Dampfertrocker? Es gab keine andere Möglichkeit. Nee. In meinen Augen. Okay, dann versuchen wir mal No Death durchzukommen. Für dich. Hm? Für dich. Für mich? Nee, ich hab das ja schon gemacht. Aha. Tatsächlich. Ah, ist dieser Typ mit der nämlich. So. Da hat mir den Gegner schon mal. Ich bin nicht hochgefahren. Du bist gerade am Helikopter. Ne, ist kein Tod. Oh. Den Helikopter ausfahren. Betäubend. Ah, sehr gut. Weiter rauswerfen. So, Level Ende bitte. Aufmachen, bitte. Ich hasse diese Gegner wirklich. Mit ihrem scheiß Stachelpenissen. Mal gucken, die hier vorspulen. Sogar nochmal Goldmedaille bekommen. Sieht cool aus.
Diesmal gibt's gar kein Foto. Die. Level abgeschlossen. Sehr schön. Ja, ja, ich will das ganz skippen. Ich verstehe diese Tweet-Dev nicht mal. Ich verstehe da ganz viele Bilder, ich verstehe sie nicht. Wir haben alles in dieser Welt geholt, bis auf eine Preisblase. Aber das ist ja nicht... Stimmt, wir wollten in den Shop. Ich hab's fast vergessen. Willkommen bei Zoom Zoom. Sieh dir unsere neueste Festival-Dämon. Mir fehlt Geld für den Festival-Dämon. Ja, dann hol ich mir die anderen beiden Sachen. So, ich bleib jetzt Rotkäppchen. Wuchtiger Wipfel. Bin ich. Oder will ich das hier sein? Das hier sieht cool aus. Das kann ich mir noch leisten. Nur ich habe kein Geld mehr. Oh! Was gucken, was haben wir denn hier? Ich glaube, die dritte Welt ist Knallantes, ne? Ich glaube, Landeswelt, in der wir gerade schon reingeschnuppert haben. Er spielt einen Preis. Das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, muss ich zugeben. Hm. Fehlt denn der? Das nicht. Das war das Level, was ich vorhin verkackt habe, ne? Das nicht. Sterben. Das ist doch kein Sammelobjekt, ne? Das sind doch alle Sammelobjekte, fühle ich irgendwie schon im Let's Play. Oder halt, von mir aus auch auf Cam nachholen, ist auch voll okay. Aber ich... Have you heard? Zumal, ja. Da könnte man in einer neuen Folge dann die neue Welt starten. Was ja auch so ein bisschen cool ist. Ah, dieses Level war das. Ja, das ja wir müssen cool. uns auf jeden Fall... Wir müssen uns auf jeden Fall auch... Hm? Machst du da? Was umschauen. Du ich will. Wir müssen uns umschauen, weil Preisblasen sind ja. Können ja überall wirklich sein. Ja, ich hab die doch kaputt gemacht. Dachte ich in diesem Geschenkding. Also, war da eine drin? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ja. Aber so wie ich nicht gefühlt habe. Auf jeden Fall können wir dann in dem Level hier auch nebenbei versuchen, zumindest No Death zu machen. Das haben wir schon. Ah ja, stimmt, das ist ja hier nicht so. Kann man ja eigentlich gar nicht sterben. Also kann man schon. Weißt du noch, in welchem Bereich das war, das Geschenk? Ja, ich glaube, die war irgendwie auch mitten auf dem Weg. Glaube ich. Ja. Wir können die Typen auch einfach ignorieren. War das hier vielleicht? Aber nee, hier war noch so ein Typ. Kann man hier raufstehen? Ja, da ist nichts. Man kann das auch so betätigen. Ja. Tschüss. Hm. Wer kommt vielleicht im nächsten Bereich? Wir haben jetzt eigentlich auch gut umgeschaut. Mittlerweile sind wir auch ein bisschen sensibilisierter für die ganzen Verstecke, die es hier gibt. Nee, hier war das irgendwo. Jetzt brauchen wir dafür die Blume, oder war das hier? Ja, hier war das, glaube ich. Ja, das ist ein Geschenk. Ja. So. Dort haben wir jetzt auch alles. Kann man die Level eigentlich verlassen? Na nee. Also weiß ich nicht, aber ich will es auch nicht tun. Eigentlich muss das möglich sein. Man könnte es halt mal ausprobieren. Können wir, hätten wir beim vorigen Level machen können, wo du schon am Level Anfang war. Naja. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Allerdings schade um die anderen. Naja. Ich freu mal ein bisschen, ich will mal ein bisschen rausspringen. Oh, sind die schlecht. Hey, benimm dich. Passt deinen Kumpel nicht an.
Ja, dann haben wir die erste Welt vollständig. Ja. Da kommt sogar nochmal eine Belohnung. Oh. Cool. Kommt nochmal sowas, dann ist es gut. Weil die Folge kann auch ein paar Minuten gehen. Ja, die wird ja jetzt dadurch nur eine Minute länger oder so. Ja, das ist also gut. Das geht ja eine Minute. Jetzt geht's los. Bereit machen, komm schon. Ja, ja, Somsom. Erinnert mich so ein bisschen an den Typen aus Code 2, ja? Ja. Sieht das so einfach aus? Dir fehlt nur noch eins. Ein neues Outfit. Er meint dich, Tobi. Schnell, die Zeit rennt. Beeilung. Das war's. Wie er mir meine ganzen Schellen klauen will. Ja, hat nicht funktioniert, auf jeden Fall. Schon. 191, ich habe jetzt wieder 300. Okay, guck mal kurz, die Statistik, alle Kugeln, alle Preise, alle ritterliche Energie in dieser Welt, das ist super. Kein Bock auf die unnötigen Schwellen. Ich habe irgendwas geöffnet, also ich will schon die Rakete ganz legal benutzen. Wir müssen die Folge strecken. Ne, ich werde auch gleich beenden. Da kommt gleich noch eine Cutscene wahrscheinlich. Das kann vielleicht sein, tatsächlich. Das wäre tatsächlich ganz gut. Was ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, aber vielleicht doch. Das ist eine Kann shoppen gehen direkt. Wir können uns ja die Oberwelt mal anschauen. Das können wir ja machen. Und einfach mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was uns erwartet. Wie bitte? Was passiert hier gerade? Okay, ich habe richtig rumgelaggt. Ich konnte mich gerade am Anfang nicht bewegen. Gibt's zwei Spieler-Action. Ah, oh, das wird witzig, die zwei Spieler-Level auf No Death. Ja. Noch ein zwei Spieler-Level. Und sogar zwei. Ja, die Welt ist auf jeden Fall größer, komm. Du musst den Dschungelpfad beenden, um Wächsbarriere zu Kannst du das schon aufkaufen? Nee, ich muss den Weg auch trotzdem spielen. Okay. War das ein Knopf? Noch ein Klo. Ah. Wo führt uns das hin? Vorhin auch wieder eine andere Welt. Ich hatte die erste Welt. Ne, das ist eine. Ich glaube, die vierte Welt. Wahrscheinlich die vierte. Ja, aber gut, das machen wir dann. Zu gegebener Zeit. Wenn wir machen, wenn wir die zweite Welt abgeschlossen haben, würde ich sagen. Ja, das aber hier können wir schon mal einen Blick auf die vierte Welt werfen. Ist auch schon mal nett. Ich kann mir, ist das die vierte Welt? Nicht vielleicht sogar schon die letzte? Könnte die letzte sein. Ich will einfach darauf tippen, wenn wir von der ersten zur dritten kamen, kommen wir von der zweiten zur vierten, keine Ahnung. Und dann von der vierten zur ersten vielleicht? Wobei, nee, wir haben ja bei der ersten schon alles gehabt, also kann da nichts sein. Aber gut. Jetzt viel Multiplayer-Action. Es gibt doch pro Welt nur einen, so einen Würfel. Ne, drei ritterliche Energie gibt es hier diesmal, okay. Stimmt, es waren da 15 Level insgesamt, die es gibt. Da müsste ja auch mehr als eine ritterliche Energie verfügbar sein. Aber gut. Da sind wir bei 29 Minuten. Da kann man die Folge jetzt der ruhigen Gewissens beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie neu. Ich hab kein Geld. Wir haben kein... Komm. Beim nächsten Mal gibt's auf jeden Fall wieder eine ritterliche Herausforderung. Und die zweite Welt. Da kann auch Emotes kaufen. Ja. Was jetzt neu sein soll, weiß ich nicht. Mir auch egal. Tschüss. Tobi stöbert noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.